Na gut, ihr Leute, willkommen zurück auf der Hofbergbahn am Freitag. Ja, ich habe gestern tatsächlich Grütze erzählt. Ich hatte nämlich gestern schon gedacht, es wäre Freitag. Ja, mein Fehler. Also, heute am Freitag noch eine, dann kommt erster Sonntag übermorgen. Also, Entschuldigung dafür. Ich war wieder ein bisschen zeitmäßig verwirrt. Macht nichts, alles korrigiert, alles gut. So, ich habe jetzt angefangen, wir fangen jetzt an, hier die Rüben in die Brandner rein zu kippen. Dass wir nicht so oft fahren müssen. Und dann schicke ich, je nachdem welcher Traktor noch frei ist, also als erstes frei ist, wird, schicke ich den zur Kornmühle hoch. Wir lassen jetzt, die Zeit läuft mit fünffach vor. Vor allem schicke ich den zur Kornmühle hoch und, ne? Achso. Ja, das ist halt ein bisschen doof hier. Muss ich wieder CP öffnen. Zur Kornmühle hoch, dass wir Getreideschrot kriegen. Ganz wichtig. Toll. Das ist halt eine Doppelbelegung, ne? CP öffnen und die Schaufel hier bewegen. Ist ein bisschen Dabbelschnale. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal mit den 16.000 hier Rüben, weil nicht, dass das Mischungsverhältnis total kaputt geht. Wir haben ja schon 8.000 im Ferdimax drin. Wieso hat der durchdrehende Räder? Ist der noch ganz sauber? Hat er doch gar nicht. Ah, ist der falsche. Wo ist er denn? Was hat er denn für ein Problemchen? Der Warrior, das ist der für Nummer 2. Da müssen wir jetzt gleich mal hin switchen und dem mal helfen. Der hängt irgendwo, beziehungsweise der macht hier die Feldreihen zuerst. Irgendwo ist da ein Feldbrunnen oder ein Baum, der ihm nicht gefällt. Ja, aber wenn ich jetzt 3 Vorgewände mache, ist das ein bisschen blöd, weil das in der Mitte, wohl, könnte auch reichen. Da müssen wir den Kurs ändern. Dann machen wir ein neues Kurserfeld 2, machen wir dann 3 Vorgewände. Dann müsste es eigentlich klappen mit dem Abstand. Wir gucken uns gleich das mal an, okay? Und vielen Dank an den neuen, frischen Abonnenten in dieser Woche. Waren nicht so viele, waren ein paar, aber vielen Dank trotzdem, auf jeden Fall. Freut mich immer wieder. Dann denke ich mir, irgendwas machst du dann richtig, ne? So, wo willst du hin? Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. Naja gut, du müssen wir... Genau, der ist jetzt ein bisschen verwirrt, ne? Ja, blöd. Blöd, blöd, blöd. Jetzt weiß ich nicht, wo er war oder wo er hin will. Dann müssen wir dann 3 Vorgewände machen das nächste Mal. Hilft alles nichts. Wo warst du schon? Wo willst du hin? Das ist halt das Problem jetzt. Ich weiß nicht, wo der schon war. Sieht mir absolut schlecht. Ah. Ernsthaft, Junge. Der war jetzt hier fertig. Wollte eigentlich dann hier runterfahren. Gehe ich von aus. Wieso hast du dann hier gewendet? Wir machen das mal anders. Moment. Das kann man doch anders sich anzeigen lassen noch. Hier war das doch, ne? Hier, genau. Man sieht man die Pfeile besser, in welche Richtung. Also der weiß da vorne fertig, wollte hier runterfahren und hier weitermachen. Wieso hat er dann da oben versucht zu wenden? Das wird er wohl selbst nicht wissen. Das wird er wohl selbst nicht wissen. Mal gucken, ob er jetzt hier weiterfährt. So wie es aussieht, ja. Aber da müssen wir auf jeden Fall das nächste Mal, da denke ich bestimmt nicht dran. Also ich würde jetzt schon fast wetten, dass ich nicht dran denke, dass wir das nächste Mal 3 Vorgewände reinzaubern. So, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte einen Traktor, ich habe aber keinen freien. Wollte ich jetzt tatsächlich, jetzt bin ich mal gespannt, was hast du denn vorher? Das wird nichts. Das sagst du jetzt schon. Das wird nichts, Kollege. Oh. Oh. Hä? Oh. Jetzt muss ich aber den Hut ziehen. Da. Hä? Das hätte ich nicht gedacht, dass er das hinkriegt.
Aber ich schwimme mit euch, wenn der runterkommt. Mit der nächsten Bahn bleibt er dann durchhängen. Ja, es gibt ja mittlerweile diese 10062, die Snooki vorgestellt oder ja auch schon gespielt hat. Komm, dann nehmen wir halt den. Um das Getreidestroh zu holen. Ja, da sind kleinere Änderungen drauf, aber die Änderungen kann man erst im Changelog lesen. Und das Changelog hast du ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, erst wenn du die Karte runtergeladen hast. Und dafür hat es noch keine Zeit. Ich müsste mir vielleicht dann doch nochmal die neueste Videos angucken von der Snooki. Welche Änderungen das vielleicht, sagt es ja auch hoffentlich, welche Änderungen das nämlich sind, weil, wenn es jetzt tatsächlich um das Gülle-System gehen würde, ja, wäre es jetzt für mich nicht ganz so brutal wichtig, das Ganze jetzt neu zu oder zu ändern, weil das Einzige war es Wasserschlauch und Gülle brauche es halt, wenn ich Gülle zur BGA fahre oder Wasser zu den Kühen da oben im Hof. Ansonsten funktioniert ja alles mit Abkippen. Oh, da ist noch Getreideschrot drin. Aha. Super. Das ist ja gut. Das freut mich hier, du. So. Frau Blondie ist noch nicht auf dem Balkon. Ich weiß nicht, wann die erscheint. Um 3 oder was? Um 4? Vielleicht zur Kaffeetrinkzeit, hä? Hatte Waltra durchdrehende Rede. Das ist mit Sicherheit am Strommast. Ich würde ja schon fast wetten, was wir eben gesagt haben. Ne? Oh, ich glaube, wir haben gerade so Glück gehabt, dass das Mischverhältnis stimmt. Hä? Ja. Ja, könnte, ne? Könnte. Zumindest mischt er mal. Ja, Speichernummer ab. Siehst du, ich sehe es also gerade schon, er hängt am Dingens. Am, hilf mir. Am Strommast, Lichtmast, nee, Strom ist es ja. Da hängt der Waltra, der Gute. Siehst du, ich kenne doch meine Pappenheimer. Zu früh gelobt, ne? Na. Ja. Macht nichts, kriegst du schon hin. Ich kann dir ja helfen, kein Problem. Ah, immer das brutale Durchswitchen hier. So, den schicke ich jetzt zur Kornmühle. Da vorne fährt er! Los, folgt ihm! Nee, folgt ihm nicht. Folgt mir! Follow me! Don't follow me! Oh, I follow you. Deep Sea Baby. War ich doch echt verwirrt. Hab ich echt gedacht, es wäre jetzt heute die Folge, wäre schon für den Sonntagmorgen. So, jetzt nicht böse sein oder sowas. Ich habe jetzt echt keinen Bock, die Mausnummer zu aktivieren. Wir kippen das jetzt einfach so da rein. Das geht auch. Sieht zwar total doof aus, aber es geht. Ne? Oh, es geht doch nicht. Aha, siehst du mal. So geht's. So dauert's aber.
So geht es. Oh man, geht's wohl schon ab, wird schon abschaffen. So. Zumindest öffnet sich jetzt nicht beim. Oder ich muss die Taste irgendwie mal gucken, ob ich die anders belegen kann. Dass man die Schaufel hier. Das ist ja eine Hochhebschaufel, dass man die Funktion irgendwie doch auf den Stick herlegt. Momentan ist das Drehen am Stick ist momentan den Telelader ausfahren. Ne? Wobei, das könnte man ruhig doppelt belegen, fällt mir gerade ein. Ne? Das wäre jetzt nicht so schlimm. Achtung, nicht ärgern. Sieht blöd aus, klappt aber. So, eine noch, hm? Hast du genug Platz im Schweinefutter Fertimix Dingsbums Kirchens da? Das gibt richtig Geld, ich weiß jetzt bloß nicht. Inwieweit sich der Preis jetzt reduziert hier auf der Map, beziehungsweise beim Viehhändler für das Schweinefutter. Das war nämlich, glaube ich, in der vorherigen Version habe ich mich auch gefreut, dass es richtig viel Geld gab für das Schweinefutter und dann ist der Preis böse in den Keller gefallen. Da muss ich mal abwarten. I follow you. So, nach der Aufnahme muss ich sowieso jetzt auch Schluss machen. Ich habe auch mal ein bisschen Hunger, fällt mir gerade auf. Vielleicht soll ich was essen. Ist meistens nicht verkehrt, wenn man Hunger hat, ne? So ein bisschen was essen. Komm, wir machen das jetzt noch leer. Das letzte Stück da hinten. Es geht ja noch was rein in den Anhänger, so ist es ja nicht. Haben wir alles. So, einmal leer. So schnell geht es, gell? Da. So. Kipp ab den Haufen hier, du. So, hier ist er, fertig. Hat gefunzt, ja. Ihr funzt. So, und dass ich hier stehe. Na, hast du zu Schleppe, Fendt, hä? Das ist ja die kleinste Motorisierung für den 7er. Oder gibt es ja noch einen 7-16? Gab es vielleicht früher mal, aber ich glaube mittlerweile nicht mehr. Zumindest hier im Spiel nicht. Hier im Spiel ist der 7-18 der kleinste 7er, Fendt. Das ist Fakt. Und wir haben nach 3 Uhr, jetzt steht sie da. Siehst du, ich habe mir das gedacht. Hallo? Können wir aber jetzt nichts reinkippen, weil der muss erst wieder entladen werden. Unser Ferdi Maxi. So. Bist du fertig gemischt? Müsste eigentlich, genau. Wir füllen um in den. In Silo. In das, ja, ins Lagersilo. Komm, Achtung. So. Boah, immer noch. Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Der macht es wunderbar. Das klappt auch jetzt mit Mais. Aber wenn es die einzige Stelle ist, dahinter, wo er hängen bleibt, dann können wir den Kurs auch fast lassen. Ach ja, wo ist denn der nächste? Nein. Oh, hat es auch gleich geschafft. Saatgut reicht. Sieht auf jeden Fall mal so aus. So, da ist jemand angekommen bei der Kornmühle. Was? Befüllung starten? Welche Befüllung? Mit was soll ich hier befüllen? Ja, Getreideschrot braucht tatsächlich sehr, sehr lange.
bis mal ein bisschen was durchgeschrotet wurde. Was mit dir? Achso. Ja, ja. So. Nee, jetzt bin ich neben dran. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Selbst wenn es funktionieren würde, ich möchte es schon so richtig haben. Muss aufgefüllt werden. Ich drehe am Rad. Moment. Viel ist es nicht. Muss aufgefüllt werden. Also könnte ich ja, da könnte ich echt mich aufregen. So, entlassen. Weil, deswegen entlassen, ich muss den Deckel aufmachen. So, dann holen wir uns für morgen, für Sonntag, jetzt stimmt's, glaube ich, holen wir uns den Variant, den Hulme. Da ist er. Weil für den hier reicht das Saatgut. Und dann fahren wir rüber auf Feld 2. Füllen den Deutz auf und dann war es das auf jeden Fall mal für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch einen schönen Freitag. Kommt gut ins Wochenende. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Lust habt, am Sonntag dreimal auf der Hof Bergmann. Momentan und auch wahrscheinlich in nächster Zeit bleiben wir auf der Version. Ich muss mir erstmal anschauen, was denn in den neuen Versionen geändert wurde. Was ich definitiv nicht mehr mache auf der Hof Bergmann. Einen neuen Spielstand. Das gebe ich mir nicht. Das habe ich jetzt auf der Rade auch machen müssen. Für morgen, ihr werdet es sehen. Und das habe ich keinen Bock drauf. Lieber tatsächlich spiele ich eine andere Map. Gut, liebe Leute. Vielen Dank nochmal und bis dann. Macht's gut. Tschüssi.